Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Subnautica, oder wie der Flatty sagen würde, das heißt Subnautica, du Trottel. So, und ihr seht, wir haben ein neues Spiel angefangen. Denn es hat ein Update gegeben. Muss ich überhaupt kein Feuer mehr löschen? Ich muss, glaube ich, gar kein Feuer mehr löschen. Ne? Kann das sein? Ich muss, glaube ich, gar kein Feuer mehr löschen. So, mach das mal weg hier. Mach das mal da rein. Du gehst jetzt mal da rein. So, es hat ein neues Update gegeben. Und es wurde mir empfohlen, beim Update ein neues Spiel zu erstellen. Denn ganz viele neue Areas wurden hinzugefügt und überhaupt und sowieso und hast du nicht gesehen. Und dann hat man gesagt, ja, du kannst das eigentlich behalten, aber solltest du besser nicht, denn es kann sein, dass alles kaputt ist und sowieso die ganzen Bases, die du gebaut hast, wenn die sich in der Area befinden sollten, dann geht das auch kaputt und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich gedacht, ah komm, scheiß drauf, ich probiere das trotzdem mal mit dem alten Spielstand. Und dann habe ich festgestellt, oh, sieht das kacke aus. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, ein neues Spiel anzufangen. So, und ja, jetzt machen wir erstmal weiter hier. Zack, wir fangen einfach neu an. Und ich glaube, die Gegend, der Startpunkt, wo wir gestartet sind, ist auch deutlich entspannter als der letzte Startpunkt, wo wir waren. Und ich werde jetzt einfach mal hier, komm mal her. Ach, den kann man gar nicht sammeln. Ich werde jetzt einfach hier mal ein bisschen sammeln. So, die brauchen wir eh für Batterien und so. So, dann nehmen wir hier ein bisschen Quarz. Zerbrich den Kalkstein. Ja, mache ich. Kein Problem. Ist einfach so. Ich finde, es war auch an der Zeit, dass man das ruhig mal hätte machen können. So wie wir das jetzt machen. Finde ich gar nicht mal schlimm. Oh, 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 oh. Ja, ja. Oh, das habe ich vergessen. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage. Ja, ja, natürlich. Ja, habe ich alles verstanden. Habe ich alles verstanden. Alles gut. Okay, ja. Ist jetzt einfach so, wir fangen nochmal neu an. Und da wir ja jetzt ein bisschen auch schon gesehen haben von dem Spiel und relativ gut drin sind, so zumindest für den Anfang, denke ich mal, sollte das auch jetzt ein bisschen schneller gehen mit den ersten Sachen, die wir sammeln. Ich gehe nochmal Luft holen. Und vor allen Dingen, da wir jetzt hier keine Reaper in der näheren Umgebung haben und sowas, ist das schon in Ordnung. So, da haben wir, hätten wir theoretisch ein Fragment zum Scannen. Da wir aber noch nichts zum Scannen haben, komm mal her. New Creature Discovered. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen notwendige Dinge sammeln hier am Anfang. Ein bisschen mehr Salz wäre echt noch ganz nett. Oh, da unten ist ein Sauerstoffding. Da schwimme ich da gleich mal hin. Das ist doch immer relativ nützlich. So, hier mal kurz verweilen. Uns kurz mal ein bisschen umschauen, ob wir irgendwas Interessantes sehen. Vielleicht sollten wir in den Luftblasen auch stehen oder schwimmen, damit wir auch die Luft abkriegen. Ein bisschen Salz wäre noch echt nice. Sehe ich aber gerade in der Tat nicht. Oh. Okay, der hat mich Gott sei Dank nicht erwischt. Oh. So, keine Ahnung, wo der explodiert ist. Auf jeden Fall haben wir zweimal Kracherpulver und das ist schon mal echt nice. Ne, haben wir nicht. Wir haben zwei Kracher-Eier. Daraus schlüpfen Kracher. Warum haben wir denn kein Kracherpulver? Okay, es hat sich vielleicht sogar rezepttechnisch einiges geändert. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Ja, ja, ich bin schon dabei. Wir warten noch mal kurz auf eine Ladung hier. Perfekt, so. Und ich bin ein bisschen gespannt, was sich alles verändert hat. Also wir werden es sicher ein bisschen brauchen, bis wir das alles ein bisschen gefunden und erörtert haben. Da ist Salz. Salz ist super. Nehme ich mit. Ah komm, Quarz nehmen wir auch nochmal mit. Alter, ja, ist ja beruhigt dich. Da hinten ist unser Live-Pod.
Ist das auch Salz? Oh, guck mal, hier ist nochmal Salz. Salz ist echt gut. Denn wir sollten ja gucken, dass wir uns ein bisschen Wasser machen können am Anfang. So, pass auf, wir schwimmen mal da hinten zum Livepot und schauen uns erstmal die Rezepte an. Aber vielleicht nehmen wir uns hier noch so einen Blasenfisch mit. Zack. Oh, hier, vielleicht noch einen. Zack. Kann man nie genug von haben, ne? Oh, ja. So, bevor wir da oben reingehen, werden wir hier erstmal diese Dinger hier kaputt machen. Und gucken. Ja. Jetzt hör doch mal auf zu quatschen. Unbelievable. Ja, hier kommst du nicht zu Wort, ne? Mit ein bisschen Glück kann ja hier durchaus auch Silber drin sein. Und Silber wäre natürlich echt nett, aber ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir bisher kein Silber bekommen. Wir brauchen unbedingt Sauerstoffflaschen, ne? Da kommen wir nicht drum rum. So. So, ich glaube, es wird auch jetzt quasi schon dunkel. Was mich dazu bringt, zu sagen, lass uns mal so langsam mal gucken. Aber vielleicht sollten wir die Helligkeit noch ein bisschen ausnutzen. Ne? Aber ich würde gerne in naher Zukunft natürlich dann in Richtung Livepot gehen. Aber... Ach, unser Inventar ist auch voll. Ja, super, danke. Dann auf zum Livepot. So. Pass auf, ich bin... Super, Inventar voll. Ach so, ja, klar, natürlich. Oh, ich habe gegen meinen Popschutz gespuckt. pass auf, wir werden erstmal hier Säurepilze kurz mal rausschmeißen. Zumindest ein paar. So, wo ist denn jetzt mein Verbandskasten? Egal. Okay, wir gucken mal den Fabrikator. Grundmaterialien. Titan. Ja, das können wir schon mal machen. Wir haben ja zweimal Metallschrott eingesammelt, hätte ich fast gesagt. So, Titan. Glas. Magnesium. Joa. Uran? Warum slide ich hier? Seht ihr das? Ich slide. Okay, Elektronik, Kupferdraht, Batterie, Säurepilz, Kupfererz, ja. Ich guck erstmal durch. Gefiltertes Wasser. Blasenfisch. Desinfektionsmittel. Okay, gekochter Bumerang, gekochter Blasenfisch, gepökelter Bumerang. Fisch. Ausrüstung. Rohr. Super. Glas. Okay, pass auf. Also, Sauerstofftank. Natürlich als erstes relativ wichtig. Machen wir. Warum slide ich denn hier so? Und dann brauchen wir... Ich mache mir auf jeden Fall schon mal einen Sauerstofftank. Damit wir einfach ein bisschen länger unter Wasser bleiben können. So, und dann wären natürlich Werkzeuge super. Ein Scanner. Brauchen wir eine Batterie für? Die machen wir direkt. Da kenn ich nix. Elektronik. Batterie. Wir machen uns direkt einen Scanner, wobei wir, glaube ich, gerade mal gucken sollten, dass wir uns hier mal eben was zu essen machen. Wenn das auch jetzt noch nicht so dringend ist, weil wir ja durchaus was zu trinken zum Start und was zu essen auch bekommen haben. Aber bevor die vergammeln, essen wir sie lieber. Ne? Gekochter Bumerang, gekochter Blasenfisch. Guck mal, den kann man nämlich essen, den kann man essen. Perfekt, so, dann haben wir die Fische nämlich schon mal fortgemacht. Ja, so. Schlingpflanzen-Samenbüschel. Für das Messer brauchen wir, halt da, für das Messer... Crash Fish Powder. Für das Messer brauchen wir Siliziumgummi. Und Siliziumgummi brauchen wir Schlingpflanzen Samenbüschel. So, ich befürchte aber, es ist jetzt dunkel. Jawohl, es ist dunkel. Deswegen schnell wieder rein hier ins schöne Haus. Also, wir haben auf jeden Fall schon mal den Scanner. Das ist schon mal nicht schlecht.
Und halt, stopp, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal gerade gucken. Wir haben zweimal Wasser, zweimal Nahrung. Das ist schon mal gut. So, pass auf, die Säurepilze nehme ich mal raus. Die nehme ich mal raus. Und werde hier nochmal schauen. Wir können uns nochmal Glas machen. Das machen wir auch. So, dann machen wir schon mal einmal Magnesium. Und erweiterte Materialien. Da können wir noch nichts machen. Kupferdraht, Batterie. Ich werde auf jeden Fall schon mal eine Batterie machen, weil die brauchen wir. Spätestens fürs Schweißgerät. Und dann haben wir das nämlich schon mal. Wasserdichter Schrank. Den würde ich sagen, brauchen wir noch nicht. Ja, komm, die Taschenlampe können wir uns auch machen. Dann haben wir die auch schon mal fertig. So, und dann würde ich ja fast sagen, Elektronik. Machen wir uns noch eine Batterie. Für das Schweißgerät. Crashfish Powder. Wo kriege ich denn jetzt Crashfish Powder her? Das müsste ich mir nochmal zu Gemüte führen. So, ausrüstungstechnisch Rohr. Pumpt Luft von der Oberfläche. Brauchen Glas für noch ein CO2. Können wir nochmal Glas machen? Ich. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10. So, das schauen wir uns natürlich nochmal an, ne? Auch wenn man das schon zu Genüge gesehen hat, aber es ist einfach, finde ich, sehr spektakulär. Finde ich super. So, und auch mit dem letzten Update hat es in der Aurora neue Zonen gegeben, die man besuchen kann, die man sich angucken kann. Das wird aber allerdings natürlich noch ein bisschen dauern. Was fiept denn hier so? Hör auf damit. So. Alter, habe ich mich erschrocken. Das war der Wind. Da hat der Wind die Tür zugeblasen. Ach, scheiße. Was mache ich denn hier? Daraus schlüpfen Kracher. So, aber linke Taste ausrüsten. Ja, muss ich mir angucken, was man damit machen kann. Ich stelle fest, dass wir auf jeden Fall schon mal einmal Wasser trinken können. So. Oh, das sind auch noch kleine Flaschen, ne? Dann trinken wir zweimal Wasser. Essen plus 75. So, pass auf. Dann können wir aber doch hier... Müssten wir doch eigentlich Desinfektions... Gemeine Korallenprobe. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein Messer. Ganz dringend. Wir brauchen ganz dringend ein Messer. Und für das Messer brauchen wir Siliziumgummi. Und für das Silizium brauchen wir Schlingpflanzen, Samenbüschel. So, und die müssten wir im Prinzip als nächstes suchen. Das würde ich aber natürlich ungern im Dunkeln machen, aber ich glaube, es wird jetzt gleich auch schon wieder hell. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir das in dieser Folge noch finden. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, ja, könnten wir eventuell. Gucken wir mal. So, ich warte noch mal einen kleinen Moment, bis es ein bisschen heller geworden ist. Krass, wie der Planet einfach verschwindet, ne? Durch die Sonne. Lustig. So. Reicht das schon an Licht? Ja, guck mal, das reicht schon an Licht. So, ich werde jetzt einfach mal in die Richtung schwimmen. Auf jeden Fall erstmal weg von der Aurora, um zu gucken, ob wir denn hier irgendwie diese Ranken in der Nähe haben. Hey, du, komm mal her. Danke. Gucken wir mal. So, wenn ich auf dem Weg Salzvorkommen entdecken sollte, werde ich
das nochmal mitnehmen. Ah, guck mal, da sind die Ranken-Dinger, die wir brauchen. So, damit steigt natürlich wieder die Gefahr, dass wir irgendeinem Stalker begegnen hier. Und da es gerade noch relativ dunkel ist, kann ich noch nicht so viel erkennen. Da ich aber jetzt gerade mal hier bin, versuche ich davon relativ viele mitzunehmen. Guck mal, das kann man scannen. Hui! So, ich tauche gerade nochmal auf, weil unser Sauerstoff jetzt doch gerade arg knapp wird. So. Und jetzt gucken wir mal. Ich werde mal versuchen, mir welche hier zu holen. Es ist so warm, ne? Unerträglich warm. Lustigerweise sehe ich jetzt gerade keine Stalker. Deswegen. Inventar voll. Okay. Gut, das reicht mir aber ja auch schon. Wie viel haben wir? 4 Stück? Ja, das reicht mir erstmal. Für ein bisschen Silikongummi für ein Messer. Denn das Messer brauchen wir eigentlich relativ früh, ne? So, ich gehe gerade noch mal ein bisschen Sauerstoff tanken. Und dann versuche ich mal jetzt auf dem Weg, oder unten ist Salz, auf dem Weg ein bisschen was zu scannen. Wie zum Beispiel den Bumerangfisch hier. So. Und den Garyfisch natürlich auch. So. Oh, guck mal, da ist so ein Ding. Wenn wir Silber finden würden, ne, das wäre schon echt sensationell. Fände ich schon nicht so uncool, aber... Mich wundert es gerade echt, dass ich noch kein feindliches Wesen hier gesehen habe in der Tiefe. So, kurz mal ein bisschen Sauerstoff tanken. Und dann tauche ich hier nochmal runter. Vielleicht... Guck mal, da ist das erste Vieh. Oh, 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 oh. Okay, ich berichtige mich. Da kommen sie, die Drecksäcke. aber ich hätte gerne noch so ein Kalkstein-Ding gefunden oder so. Da unten. War echt so ein Silbererz wäre jetzt wirklich total fantastisch. Deswegen nehme ich mir den jetzt hier mal mit. Erstmal scannen, ne? Nein, Inventar voll. Warte mal. Inventar voll. Inventar. Schmeiß dafür gerne ein Titan raus. Wenn ich dafür ein Silbererz mitnehmen kann, ne? Ganz klar. Das ist Titan. Das kannst du erstmal behalten. Oh, 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 oh. Okay. So, ein Silber reicht mir erstmal vollkommen. Erstmal. Auch Titan. Kannst du behalten. Ja, ja, ich arbeite dran. Ich arbeite doch dran. So. Das hat doch schon mal ganz gut funktioniert. Was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, alles super. Die Uhr sagt, alles im grünen Bereich. Und jetzt werden wir uns auf jeden Fall noch das Messer herstellen. Komm, wir gucken mal, ob wir hier vielleicht noch so ein paar Sachen gescannt kriegen. Hier, ne? Ja, wo ist er hin? Wo? Da. Aber diese Fische scannen ist manchmal echt eine Tortur, ne? Vor allem, warum dauert das denn bei dem jetzt so lange hier? Komm, nimm den mal mit. Ach, Inventar ist voll, ja. Clever Klaus, merkst du auch, ne? Oh, guck mal, diesen Rochen da, den scannen wir auch noch. Ey! Schwimm doch nicht weg, mein Freund. So.
schön alles scannen, was wir hier zum Scannen haben. Komm, dann scannen wir den Säurepilz noch. Damit wir unsere Wissensdatenbank hier... Ah, die Korallenplatte kann man nicht scannen. Okay, so, Livepod, Messer machen. Zack. Beziehungsweise natürlich erstmal ein Silikongummi. So, und dann natürlich Ausrüstung, Überlebensmesser. Sehr schön. So, damit hätten wir, glaube ich, erstmal... Ja, das Konstruktionswerkzeug, klar, da kümmern wir uns später drum. Crashfish-Powder. Da muss ich echt nochmal gucken, weil das Schweißgerät wäre natürlich auch nicht ganz so unwichtig. Okay, so, pass auf, dann packen wir doch mal hier jetzt ein paar Sachen ins Inventar. So, den Garyfish, den könnten wir eigentlich noch schnell braten, wo wir gerade dabei sind. So, dann können wir den nämlich auch schon direkt verschnabulieren. So. So, Klaus, und jetzt bitte mit rechter Maustaste. Achso, rechter Maustaste. Ja, guck mal, das hat doch gut funktioniert. pass auf. Die Dinger verarbeite ich auch schon mal zu Silikongummis, weil wir werden von den Silikongummis noch ein paar brauchen. Und es spart einfach gerade eine Menge Platz, ne? Von daher. So, das. So, dann haben wir nämlich freies Inventar. Dann speichern wir das Ganze mal. Und ich würde sagen, damit sind wir doch echt ganz gut vorangekommen, ne? Das gehört auf die 1, die Taschenlampe auf die 2, ja, der Scanner auf die 3, perfekt. Und ja, dann würde ich sagen, soll es das für diese Folge Subnautica schon wieder gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir dann mal schauen, dass wir uns vielleicht sogar schon mal... Ne, wir werden erstmal gucken, dass wir die Materialien zusammenfinden. Ne? Dieses Crashfish-Powder ist mit eines der wichtigsten Sachen, um das Schweißgerät zum Beispiel herstellen zu können. Das würde ich gerne als nächstes in Angriff nehmen, glaube ich. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir mit Nahrung und Trinken soweit auskommen. Und ja, dann gucken wir einfach mal. Ne? Ich würde mir dann irgendwann in naher Zukunft gerne einen geeigneten Ort für eine Base suchen. Und ich finde den Startpunkt, den wir jetzt hier haben, schon mal deutlich cooler als den letzten Startpunkt. Gucken wir mal, hier lässt sich auf jeden Fall was draus machen. Ja, und dann müssen wir natürlich auch noch die Aurora besuchen und natürlich im Umkreis der Aurora die ganzen Trümmer scannen. Ne? Ach, wir haben ja jetzt den Scanner, ja, genau, das müssen wir auch noch machen. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Subnautica schon wieder. Bis dahin, tschüss.